Lilja Glamocek wollte nicht mehr ihren Arbeitstag in einem Geschäft ohne Tageslicht verbringen. Die studierte Hotelfachfrau Olivia Panzel wollte sich dem steigenden Druck in der Gastronomie nicht mehr aussetzen. Benjamin Pomps tauschte die Aktenberge als Beamter gegen eine neue Herausforderung im Straßenverkehr. Und Andy Grünwald ließ sich umschulen, weil er als fürsorglicher Familienvater nicht mehr als Kellner arbeiten wollte. Vier Personen also, die sich zur Obuslenkerin oder Obuslenker umschulen ließen und es nicht bereut haben. Trotzdem gibt es tägliche Herausforderungen, die nicht immer leicht zu meistern sind, wie wir noch später erfahren werden. Beginnen wir aber gleich mit Lilja Glamocek. Die Stadt Salzburg kennt die Salzburgerin mittlerweile wie ihre Westentasche, ist sie doch einige Stunden pro Tag auf Salzburgstraßen unterwegs. Also das Tolle bei dem Job finde ich, dass ich mit teuerste Fahrzeug in Salzburg unterwegs sein darf. Zuerst, wo ich im Verkauf gearbeitet habe, habe ich nichts von der schönen Stadt gesehen, wo ich eigentlich lebe und arbeite. Erst durch Obusfahren habe ich meine Stadt kennengelernt. Das Interesse am Beruf verbindet sie mit Olivia Panzel, die sich in London, Ghana und Salzburg-Lessheim zur Hotelfachfrau ausbilden ließ. Nach langen Überlegungen hat sie eine Entscheidung getroffen, die sie bis jetzt noch nicht bereut hat. Und irgendwann habe ich eine Dame gesehen, fahren Obus, der mir sofort Klick gemacht, das ist, was ich möchte machen. Und ab diesem Tag habe ich einfach Interesse zu machen und habe beworben und dann hier bin ich heute Obuslenkerin. Können Sie sich vorstellen, sich täglich durch Aktenberge zu wühlen, Zahlen zu kontrollieren? Und das Aufregendste im Tagesverlauf ist die Mittagspause? Keine Frage, für manche Salzburgerinnen und Salzburger ist das was, aber nicht für Benjamin Pomps. Ich muss jetzt einfach was anderes machen. Ich will raus aus dem ganzen Trott, aus dem Büroalltag, aus dem Aktengewälze, Zahlen jonglieren. Ich habe mir gedacht, jetzt packe ich was Neues an. Schon in frühester Kindheit hat sich Pomps für Obusse interessiert und seiner Leidenschaft ist er jetzt nachgegangen. Als kleiner Bub bin ich schon mit dem Bus mitgefahren. Und habe mir gedacht, eines Tages sitze ich hinter dem Lenkradl und genau das habe ich jetzt machen können und da bin ich wirklich stolz drauf. Last but not least, Andreas Grünwald, der vormals als Kellner im Republic Salzburg gearbeitet hat. Der gelernte Restaurantfachmann hat das Nachtleben gegen das Familienleben getauscht und ist besonders von den Kollegen begeistert. Ja, die Arbeitskollegen, die sind sehr nett und wenn man Hilfe braucht bei irgendwas, also gerade am Anfang, bei der Anfangszeit, da braucht man halt immer ein paar Tipps bei ein paar Sachen und die sind da echt hilfsbereit und die sagen da Bescheid, wenn man Hilfe braucht, wende dich an uns. Da sind die alten Obuslenker, sind da echt ganz cool drauf. Alle vier Personen fühlen sich im neuen abwechslungsreichen Job wohl und freuen sich täglich ihre Runden durch Salzburg zu drehen. Dass Fahrgäste oft genervt sind, weil der Obus durch den Individualverkehr zu spät kommt, können Sie natürlich verstehen. Es ist natürlich nicht jeden Tag gleich. Ab und zu sind Verspätungen auch da und man wird auch von Fahrgästen beschimpft. Aber man muss das einfach locker nehmen, weil wir selber nicht dafür können. Trotzdem überwiegen die schönen Momente auf Salzburgstraßen. Eine ganz nette Geste war von einer älteren Dame, auf die habe ich noch gewartet. Und die hat sich total gefreut und dann hat sie mir zum Dank eine Tafel Schokolade geschenkt und war wirklich hoch erfreut über das Ganze. Ein Ehepaar, die haben extra auf mich gewartet auf der Haltestelle und haben einen Kuchen selbst gebacken für mich, dass ich in der Pause mit Kaffee einen Kuchen habe. Und das finde ich so toll und darauf bin ich sehr stolz.